Heute reden wir mal über meine Hassliebe zu Frameworks. Viel Spaß! Hi und willkommen bei einer weiteren Bergfest-Talk-Folge. Wenn du neu hier bist, mein Name ist Vitaly Mik und auf diesem Kanal helfe ich PHP-Entwicklern besser zu werden. Wenn du dich also für Themen PHP und Webentwicklung interessierst, abonniere meinen Kanal und aktiviere auch noch die Glocke, damit du keine weiteren Videos von mir verpasst. Bei meinem Clean-Code-Video hatte ich in den Kommentaren eine interessante Diskussion mit dem Zuschauer David gehabt. Vielen Dank erstmal an dieser Stelle. Wir haben uns darüber über das Framework Laravel unterhalten. Und heute machen wir so eine kleine Erzählstunde mit Opa Vitali. Und da will ich mal ein bisschen erläutern, warum ich eigentlich so eine Hassliebe zu PHP-Frameworks habe. Ich arbeite ja bereits seit 2011 mit der Programmiersprache PHP, beziehungsweise seit 2011 arbeite ich als PHP-Entwickler. Und ich kannte aber die Programmiersprache schon einige Jahre auch davor. Ungefähr 2012 herum hatte ich mein allererstes großes Projekt umgesetzt. Und damals habe ich dann mein allererstes Framework auch kennengelernt. Zu dieser Zeit waren auch MVC-Frameworks gerade so richtig modern gewesen. Und ich habe mich damals für das Framework Kohana entschieden, weil Kohana hatte eine Besonderheit. Und zwar war bei Kohana die HMVC-Architektur verbaut. Das heißt, du konntest in deinen Controller Routen aufrufen und konnte sozusagen einen Untercontroller im Controller aufrufen. Das war damals halt was total Cooles gewesen und was Neuartiges sozusagen. Auch habe ich mich damals für das Framework entschieden, weil es auch sehr leicht war. Also ich hatte ja damals so oder so nicht so viel Verständnis gehabt, was überhaupt ein Framework tut. Und das Framework hatte halt ganz schöne Klassen gehabt mit statischen Methoden, schöne Beispiele in der Dokumentation erklärt und ich konnte halt wunderbar damit arbeiten und sofort damit was anfangen mit dem Framework. Nach 9 Monaten war dann irgendwann das Projekt abgeschlossen, alles war schön und gut, ich habe das Projekt abgegeben, wunderbar. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie ich damals meinen Kollegen total begeistert von diesem Framework erzählt habe. Es war halt total klasse, du hast dein ORM angelegt, du konntest dann damit ganz einfach auf die Datenbank zugreifen. Du hast einfach deine Eigenschaften definiert und dann konntest du direkt aus der Datenbankfeldern die Daten auslesen. Dann hattest du diese ganze Modularität und so weiter, es war einfach nur klasse. Jetzt im Nachhinein aber betrachtet, glaube ich schon, dass die Kollegen schon damals ein Stückchen weiter waren als ich und deswegen haben die einfach nur gelächelt und haben mir einfach nur so zugestimmt, aber sind dann nicht so wirklich auf das Framework dann eingegangen. Und das konnte ich halt damals überhaupt nicht nachvollziehen. Dann aber so ungefähr gegen 2013, ich habe jetzt die Jahre nicht genau im Kopf, bin ich dann auf die Seite von Kohana gegangen und dann stand da so eine große Meldung: Das Framework wird ab jetzt eingestellt. Und der Hauptentwickler, ich glaube, der hieß Zombor oder sowas, der hat dann einen Blogartikel verfasst. Den Link finde ich jetzt leider auch nicht, aber in diesem Blogartikel hat er geschrieben, dass er sich vom Team von Kohana verabschiedet und er möchte eher Ruby on Rails Entwickler werden. Und der hat da einen Link gepostet zur der Clean Architektur. Auch hat er gesagt, Frameworks sind ja auch schön und gut, aber man soll sich nicht immer auf die verlassen. Man muss immer im Hinterkopf behalten, dass hinter einem Framework auch Menschen und Entwickler stecken und auch die verlieren irgendwann mal Lust, das Projekt weiterzuentwickeln. Und somit bin ich dann über seinen Blogartikel auf die Videos von Uncle Bob gestoßen, also von Robert C. Martin. Sein Buch Clean Architecture hat damals auch dann meine Firma dann für mich gekauft und ich konnte es dann in Ruhe bei meinen Pendelfahrten zur Arbeit lesen. Und es war halt total klasse, was ich dort alles gelernt habe. 2014 dann habe ich dann die Firma gewechselt und bin dann in eine neue Firma reingekommen. Und dort musste ich mit einem Legacy-Code arbeiten. Und ich habe diesen Legacy-Code richtig gehasst, muss ich sagen. Also es hat mir überhaupt nicht Spaß gemacht, damit zu arbeiten. Und ich habe mir halt die ganze Zeit gedacht, wieso wurde da kein Framework eingesetzt? Wieso wurde da alles so kompliziert gemacht und so unübersichtlich und so weiter? Ich habe mir halt damals gedacht, mit einem Framework wäre doch alles viel, viel besser und viel sauberer und viel strukturierter gewesen. Irgendwann dann habe ich dann die Chance bekommen, diese Legacy-Code-Basis komplett umzuschreiben und alles von vorne anzufangen, so wie ich das haben wollte. Also mir wurde auch nicht vorgegeben, welches Framework ich zu nutzen habe. Mir wurden komplette Freiheit überlassen. Einzige Voraussetzung war, ich musste für die alten Daten einen Exporter schreiben, damit ich den in eine neue Datenstruktur umwandeln kann. 2014, so gegen Ende 2014, Anfang 2015, da waren zum Beispiel gerade modern die Mikro-Frameworks. Also da waren halt ganz moderne Frameworks wie Slim Framework oder Silex. Und da ich ja da schon was von der Clean-Architektur gelesen habe, habe ich mir überlegt, ja weißt du was, ja geil, ich nehme jetzt einfach mal das Silex-Framework,
Und das ist ja total losgekoppelt und ich kann mir selbst aussuchen, welche Services ich in das Framework einbinde. Und ich habe mich also dann letztendlich für Silex entschieden und habe dann angefangen, damit das Projekt umzusetzen. Natürlich ganz am Anfang richtig schön mit Test-Driven Development, alles durchgetestet, alles war wunderbar. Das Problem bei der ganzen Sache war, der alte Projekt, der blieb ja immer noch bestehen und ich musste sozusagen dort Features nachpflegen und in meinen neuen Quellcode, den ich gerade programmiert habe, da die neuen Features übertragen. Und das war halt so ein Rennen die ganze Zeit hinter den einzelnen Features. Ab einem gewissen Zeitpunkt wurde dann gesagt, gut, wir stellen jetzt das alte Projekt ein, weil das neue Projekt schon so viele Basisfeatures drin hat, dass man das auch schon live schalten kann. Und dann sind wir damit live gegangen. Natürlich musste ich auch im Nachhinein unter Zeitdruck arbeiten, weil ich an zwei Projekten gleichzeitig gewerkelt habe. Und dann habe ich auch einige Male ein paar Tests weggelassen, so wie es halt normal der Fall ist. Und letztendlich hatte ich dann einen Quellcode gehabt, der war auch in einem Framework verpackt und mit Tests und allem drum und dran. Aber der hat sich jetzt nicht wirklich unterschieden von dem Original Legacy Code. Der einzige Unterschied war, dass ich jetzt verstanden habe, wieso überhaupt ein Legacy Code entsteht. Und das ist halt das Problem von vielen Programmierern. Die sind meistens der Meinung, dass wenn sie ein Framework nehmen und dann können sie mit diesem Framework ein komplettes Projekt einfach so wegreißen und neu aufsetzen und das wird viel besser sein als das davor. Aber leider ist das nicht der Fall. Im Nachhinein muss ich auch noch gestehen, dass es total eingebildet von mir war, zu behaupten, dass ich ein Projekt besser umsetzen kann als das, was es schon vorher war. Ja klar, es ist jetzt in einem Framework verpackt und da sind halt einige Sachen anders aufgebaut, aber letztendlich ist das auch nach einer Weile ein Legacy Code geworden. Bei mir hat sozusagen der Dunning-Kruger-Effekt total eingeschlagen. Ich war halt total selbstsicher und total überzeugt am Anfang und bis ich dann feststellen musste, ich weiß überhaupt nichts. Tatsächlich habe ich ja danach recherchiert, wie eigentlich Entwickler mit Legacy Code umgehen. Was sind so deren Techniken? Und dann habe ich dann von Martin Fowler dann gesehen, dass er darauf aufbaut, dass man eher ein Framework refactoren soll. Nur, damit ein Quellcode refactored werden kann und immer ständig erweitert werden kann, braucht man eine sehr hohe Testabdeckung. Und das konnte ich Gott sei Dank relativ gut umsetzen, weil ich ja am Anfang das Buch über die Clean-Architektur gelesen habe. Übrigens, ein paar Jahre später, also 2016 herum, hat der Entwickler vom Silex Framework, also Phil Sturgeon, hat sich mal dafür entschieden, eine Radtour durch Europa zu machen und hat das Framework aufgegeben und hat es an Fabien Potencia übergeben, also dem Entwickler von Symfony. Und der hat dann daraus eine Ableitung gemacht für Symfony 4 und hat dann Silex somit komplett begraben. Aktuell, weil das Silex Framework tot ist, baue ich jetzt nach und nach einzelne Stelle in das Framework Lumen um. Also weiter in ein Mikro-Framework, weil ich ja bereits meine ganze Logiken da drin habe. Und ich muss sagen, das ist halt total ein angenehmes Gefühl, wenn du deinen Quellcode refactorst, weil du eine sehr hohe Testabdeckung hast. Alles, was ich machen muss, sind nur noch die Implementierungen an das neue Framework anpassen. Der Kern von meiner Logik, der bleibt bestehen und der ist komplett Framework-unabhängig. Und somit kann ich dann sicherstellen, dass wenn in 5 Jahren auch Lumen eingestellt wird, warum auch immer, dass ich immer noch auf das nächste Framework umsteigen kann, ohne jetzt die komplette Applikation umschreiben zu müssen. Und jetzt kommen wir sozusagen zu der Kernaussage von meinem Video. Viele PHP-Entwickler verlieben sich wortwörtlich in ein Framework und Liebe macht ja bekannterweise blind. Vielleicht hast du ja in meiner Geschichte auch schon gemerkt, dass ich weiterhin Frameworks einsetze. Ich würde niemals auf die Idee kommen, irgendwie einen DI-Container oder einen Router selbst zu programmieren und das dann auch bei der Arbeit einzusetzen. Ich nutze schon fertige Komponente von den Programmierern, die das schon komplett durchgetestet haben. Solche allgemeinen Sachen wie eben Datenbankanbindung, Routing, Service Container, DI Container und so weiter, das kann ruhig ein Framework übernehmen. Aber die Kernlogik meiner Applikation, das bleibt bitteschön in meinem Rahmen. Deswegen, ein Framework ist ein sehr wichtiges Tool und ein guter Helfer, um dein Problem zu lösen. Aber ein Framework ist auch nicht besser als ein anderes Framework. Die meisten Frameworks sind alle gleich, nur ein bisschen anders aufgebaut. Und die meisten Frameworks haben einen anderen Schwerpunkt. Das heißt, du sollst jetzt nicht dein Framework auf irgendein Problem ansetzen, sondern du musst genau beobachten, was für ein Problem hast du und basierend darauf dann eben ein Framework auswählen. Nutze deine Tools anhand des Problems und nutze nicht ein Tool, um alle Probleme damit zu lösen. Und ganz wichtig ist, ein Framework ist nicht für immer da.
Ein Framework aktualisiert sich auch ständig. Wenn du mal verpasst hast, da ein Upgrade reinzuspielen oder du hast irgendwelche Sachen verändert und dein Update hat nicht einfach so funktioniert, dann kann es sein, dass nach einer Weile du immer mehr und mehr Schwierigkeiten hast, das Ganze umzusetzen und irgendwann bist du wieder beim Legacy Code. Wenn du dich also nur auf ein einziges Framework verlässt, dann hast du dich selbst dadurch eingeschränkt. Weil als Firma zum Beispiel hast du das Problem, du kannst nur Aufträge nur mit diesem einen Framework umsetzen. Kann ja sein, dass es vielleicht Kunden gibt, die ein anderes Framework als Basis verwenden. Und als Programmierer, wenn du dich zum Beispiel nur auf Laravel konzentriert hast, dann kannst du dir die ganzen anderen Jobs nicht annehmen, diese Symfony-Jobs, Zend-Jobs und so weiter. Kann ja sein, dass die anderen Jobs viel interessanter sind als der Laravel-Job, aber das wirst du nie erfahren können, weil du dich eben einschränkst. Generell finde ich ja eh diese ganze Thematik, welches Framework besser ist oder schlechter ist, eigentlich schlecht in unserer PHP-Community. Es ist ja schon schlimm genug, dass aus anderen Communities auf uns herabgesehen wird und dann machen wir uns noch gegenseitig fertig mit, welches Framework ist der bessere und warum. Ich bin der Meinung, man sollte anstatt jetzt ein Framework zu lernen, lieber mal die Basics dahinter verstehen, automatisierte Tests schreiben und deinen Quellcode so programmieren, dass das in jedem Framework funktionieren kann und dann auch in jedem CMS eingebaut werden kann. Und das ganz Wichtige ist, am besten lernt man, wie man einen Legacy-Code refactort und umschreibt, weil Legacy-Code, den wird es immer geben. Es gibt ja jetzt immer noch im Umlauf Projekte, die mit Laravel 4 umgesetzt wurde oder Symfony 2 zum Beispiel. Sprich, wenn du dich darauf spezialisierst, einen Legacy-Code zu modernisieren, hast du viel bessere Jobmöglichkeiten sogar. Ich kann dazu auch eine interessante Anekdote erzählen. Ich habe mich mal mit einem JavaScript-Entwickler unterhalten und der hat mir so ganz stolz erzählt, wie er jetzt seine React-Applikation in eine AngularJS-Applikation umschreibt, damit die Applikation halt moderner wird. Und da frage ich mich halt wirklich, müssen wir denn wirklich jedem Framework hinterherlaufen oder können wir nicht einen Quellcode so entwickeln, dass wir ein Framework trotzdem nutzen? Ist unsere Aufgabe, eine alte Applikation jedes Mal wegzuschmeißen und von neu aufzusetzen mit einem neuen, modernen Framework? Oder ist unsere Aufgabe eigentlich wirklich Probleme zu lösen? Und nochmal kurz zu dem Thema, ein Framework ist immer da. Wenn mir jemand vor 5 Jahren gesagt hätte, Zend Framework wird in 5 Jahren nicht existieren, dann würde ich doch hier den zeigen. Schließlich ist ja PHP selbst von der Firma Zend aufgebaut wurde, am Anfang zumindest. Und jetzt, 5 Jahre später, okay, das Projekt heißt jetzt vielleicht anders, aber es nutzt halt noch weniger jetzt. Es haben ja damals sogar Leute wirklich so Zend-Zertifikate ausgestellt und die auch abgeschlossen und absolviert und jetzt sind die halt gar nichts mehr wert. Und damals hätte auch jeder gesagt, ja, Zend-Framework ist das Enterprise-Framework, das wird bis in die Jahre existieren. Oder schau dir mal zum Beispiel Laravel an, den Kern von dem Framework. Die meisten Commits hat Tyler O'Vale gemacht. Stell dir vor, der wird einen Burnout kriegen oder der hat hoffentlich nicht, aber irgendwie so einen Autounfall oder sowas. Dann ist das Framework auch verloren, weil es hängt wirklich nur an einer einzigen Person. Ich möchte hier nichts schlecht reden und nichts heranbeschwören, versteht mich bitte nicht falsch, aber ihr müsst immer im Hinterkopf behalten, es kann immer irgendwas passieren und was macht ihr dann? Alles neu schreiben? Deswegen mein kleiner Appell an euch. Nutzt das Framework als ein Tool, um ein Problem zu lösen. Erfreut euch an den vielen coolen Features, die ein Framework euch anbietet. Aber schaut mal auch ab und zu mal über den Tellerrand und schaut euch mal ab und zu mal auch andere Frameworks an, wie die gewisse Probleme lösen. Und behaltet immer im Hinterkopf, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, dann hinterlass dem Video doch ein Like. Ich hoffe, du konntest aus meinen Fehlern lernen und ich hoffe, du machst in Zukunft auch keine Fehler deswegen. Wenn du mit meiner Meinung nicht einverstanden bist oder irgendwas zum Thema Framework sagen willst, dann schreib es doch unten in die Kommentare. Ich unterhalte mich gerne über dieses Thema. Aber bitte sachlich bleiben und bitte nicht zu verliebt reagieren. Ich hoffe, die meisten haben jetzt nicht deabonniert und ich hoffe, wir sehen uns dann nächste Woche bei einem weiteren Bergfest-Talk. Bis dahin, tschüss!